Die Sonderausstellung Bunte Götter wird in einer erweiterten Fassung im Berliner Pergamonmuseum gezeigt. Damit setzt die Ausstellung eine Erfolgsgeschichte fort, die 2003 in der Münchner Glyptothek begann und in viele bedeutende Museen Europas und der Welt führte. Antike Skulpturen bezaubern Besucher in vielen Museen. Die Betrachter lieben die lichtreflektierende Oberfläche der weißen Marmorkörper. Die antiken Autoren sowie die archäologischen Funde bezeugen jedoch die farbige Fassung der Skulpturen. Farbreste wurden im 19. Jahrhundert noch intensiv dokumentiert, doch im 20. Jahrhundert ließ das Interesse daran nach und das Wissen um die Farbigkeit verkümmerte. Ein Forschungsunternehmen von Vinzenz Brinkmann führte vor 25 Jahren zu der Idee, in einer Ausstellung dieses Thema zu visualisieren. In verschiedenen Kooperationen wurden Untersuchungsmethoden entwickelt und immer weiter verbessert, um die Farbreste an originalen Skulpturen aufzuspüren und zu dokumentieren. Die Auswertung des umfangreichen Materials wurde zunächst in reinen Strichzeichnungen, später dann auch farbig umgesetzt. 1988 begannen die Experimente an dreidimensionalen Abgüssen mit Naturpigmenten, um die reiche Ornamentik wieder zu veranschaulichen. Bei der Ausstellung der bunten Götter werden farbig rekonstruierte Figuren den teilweise erheblich beschädigten marmorweißen Originalen gegenübergestellt. Original und Rekonstruktion vermitteln so ein intensives Bild der aristokratischen Kultur der hocharchaischen Epoche in der Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus. Der Besucher erhält bei jedem rekonstruierten Objekt Informationen über die Forschungsergebnisse. Bei ausgewählten Originalen der Sammlung wird er auf die vorhandenen Spuren der ehemaligen Farbfassung hingewiesen. Die Ausstellung Bunte Götter vermittelt so eine hochinteressante, wiederentdeckte Sichtweise antiker Skulpturen.